Ob Würfelhebungen oder Turnelemente. Cheerleading ist super abwechslungsreich. Und dazu gehört ganz schön viel Übung. Ich bin heute beim Cheerleading-Training in Stuttgart. Wir probieren heute einiges aus, zum Beispiel Stunts. Los geht's! 5, 6, 7, 8. Zuerst aber Warm-up. Magda leitet das Team an. Knie ablegen und Hüfte nach vorne schieben. Die Cheerleader dehnen sich von Kopf bis Fuß. Und auch ich muss mich vor dem Training warm machen. Dann will ich, glaube ich, ein paar. Eines fällt mir an den Mädels auf. Sie haben alle besondere leichte Schuhe an. Hast du Cheerschuhe? Was ist an denen so besonders? Ja, also die sind angepasst, je nachdem, welche Position du hast, damit es einfacher ist, für dich zum Beispiel zu tumblen oder den Fuß zu halten, wenn du unten Base bist. Oder oben, damit es halt eben angenehmer ist für die Bases. Und ich habe jetzt aber ganz normale Turnschuhe an. Kann man mit denen auch anfangen? Ja, auf jeden Fall. Also die sind genauso gut, genauso angenehm. Das kannst du machen. Wir probieren uns erstmal an Tumbling. Das ist Bodenturnen. Okay, mit sowas Krassem starte ich aber nicht direkt. Ich würde mit dem Bogengang anfangen. Das ist, wenn du eine Brücke machst und dann das eine Bein über deinen Kopf schwingst und dann der zweite folgt. Einmal hoch. Ja, Vorsicht. Und jetzt geht das eine Bein rum und das andere. Sehr gut. Versuch währenddessen noch deine Arme zu strecken. Ja. Super. Zum Cheerleading gehören auch Stunts, Hebungen oder Würfe. Da müssen die Bases, also die Personen unten, perfekt mit dem Flyer, der Person, die geworfen wird, zusammenarbeiten. Zusätzlich steht der Spotter noch daneben und greift ein, falls etwas passiert. Warum zählst du denn eigentlich mit? Eigentlich, dass wir synchron sind als Gruppen und dass wir auch in der einzelnen Gruppe wissen, wann wir genau runtergehen müssen oder wann wir uns anschauen müssen, dass da nichts schief geht. Und wie sichert ihr sie? Also wir schauen uns halt an, dass wir sehr synchron sind, deswegen schauen wir uns in die Augen, damit wir ungefähr gleich hoch werfen. Und wir schauen auch immer sie oben an, damit wir abschätzen können, wohin sie fliegt. Und wir stehen auch immer relativ nah aneinander. Okay, jetzt bin ich gleich dran. Auch hier. Erstmal nicht so krass. Wir starten mit einer Hebung. Du kannst direkt anfangen, also kannst dich da an den Schultern festhalten. Springst du einfach in die Hände. Hier an die Schultern. Ja, und stützt dich da ein bisschen ab. Legst deine Hände da rein, genau. Oh, jetzt geht's hoch. Ja, genau. Sorry. Und jetzt einfach aufstehen. Po rein, Bauch rein. Vorsicht, jetzt geht's nach hinten. Das hier nennt sich Teddy Sit. Jetzt geht's wieder hoch. Und wieder hoch. Sehr schön. Geht doch. Jetzt einfach wieder runter. Sehr gut. Als ich hochgehoben wurde, war es schon ein wenig gruselig. Aber ich wurde sehr gut gehalten. Cheerleading macht echt Spaß. Bis zum nächsten Mal und tschüss!